Herzlich willkommen zurück zu einem Lego Star Wars Review von, genau, diesmal dem Rebel Alliance Battle Pack. Genau, also wir haben ja schon, das ist jetzt unser zweites Review, deswegen, falls das noch nicht perfekt ist, bitten wir um Entschuldigung. Wir sind erst ganz am Anfang unserer glorreichen YouTuber-Karriere und das Menschen fällt schon wieder runter. Das wird schon zur Tradition bei uns. Genau. Wir stellen heute ein weiteres Battle Pack vor, das Rebel Alliance Battle Pack aus dem Jahr 2015. Hier ist es, 101 Teile, wieder eine gute Reihe Ersatzteile, wie ihr sehen könnt, vor allem wieder dieser roten Dinger, da kommen wir noch gleich dazu. Und ja, dieses Set ist heute noch erhältlich, also über Kleinhändler und so, scheint offenbar nicht gut weggekommen zu sein, was mich überrascht, weil es gefällt mir viel, viel, viel besser als das Sith Troopers Battle Pack beispielsweise. Warum komme ich jetzt noch dazu? Fangen wir erstmal an den Minifiguren an und das ist halt richtig, richtig cool. Das sind vier verschiedene Minifiguren und bei den Rebellen finde ich das ganz gut, weil die Rebellen sind nie so richtig einheitlich gekleidet. Fangen wir erstmal bei den Menschen an. Genau, also wenn es Menschen sind, keine Ahnung. Kannst du ja nur ausschneiden, ne? Fangen wir erstmal bei den zwei Menschen an. Genau, also die haben halt, zweimal gibt es dieses Brustding und zweimal diesen Brustkörper. Genau, Beine sind auch teilweise unterschiedlich. Also die haben halt zweimal eine Kopfbedeckung, die Alienrassen halt nicht. Und es gibt halt zwei mit Jetpacks und zwei ohne Jetpacks. Genau, also die Menschen, super cool, die Kopfbedeckung bringt auf jeden Fall ein bisschen Unterschiede mit. Haben auch zwei verschiedene Köpfe, wenn man es genau sieht, mit den Augenbrauen. So, jetzt müsste es ein bisschen besser sein. Hoffentlich sieht die Kamera das jetzt. Jetzt sieht die Kamera das, super. Genau. Und was ich richtig cool finde, einfach mal was Neues sind zwei Alien-Rassen. Genau, also einmal ist die Rasse von Cad Bane, dann mal die Rasse von Greedo, das ist der Typ, der Han-Shoot-First-Typ, genau. Ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Einfach, das bringt, wie gesagt, mal was anderes mit rein, nicht nur einfach vier Menschen oder so. Auch zwei Aliens, was halt einfach zeigen soll, hier bei den Rebellen haben auch, genau, Aliens mitgekämpft, andere Rassen und nicht nur diese Menschen. Genau, der einzige Kritikpunkt an diesem Set, meiner Meinung nach, wie immer, diese ollen Blaster, also ganz im Ernst. Was haben die da wieder gesoffen bei Lego? Manchmal frage ich mich das echt. Schauen wir uns einfach mal wieder diesen Vergleich hier an. Typ mit Pistole, Typ ohne Pistole, so einen Blaster, sondern mit so einem Stud-Shooter, also ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum man sowas hier macht. Und nicht mehr diese Blaster. Ja. Also wie gesagt, man kann jetzt hier mit Flash nicht so eine richtige Armee aufbauen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Was aber jedenfalls richtig, richtig cool ist, kauft sich zwei, drei dieser Battle Packs, hat ein paar Variationen an Minifiguren und jetzt meiner Meinung nach, was richtig, richtig gut ist, dieses Fahrzeug, ja. Damit kann man wirklich was anfangen. Also, das ist einfach ein Speeder. Man sieht drei dieser Dinger, dann geht das ganz angenehm auf dem Boden. Sieht halt hier, man kann hier vorne, also die mit dem Jetpack kann man natürlich nicht gut reinsetzen, aber die normalen, gibt es den Piloten, der kann sich hier festhalten, ganz entspannt, und dann kann sich der andere hier draufsetzen, ja. Das ist einfach gut, also das ist ein schöner Speeder, ja,
gut, das Ding hier kann man vielleicht noch abnehmen und dieser Blaster ist okay, nicht so mein Fall, aber diese typische Lego-Form hier für diese Speeder, super getroffen meiner Meinung nach. Vergleicht man jetzt einfach mal mit diesen. Ja, also das ist auch okay, aber das hier ist mehr Star Wars meiner Meinung nach und diesen Speeder kann man einfach auch irgendwie willkürlich in eine Stadt reinsetzen. Ich weiß nicht, das ist einfach, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Deswegen kauft man sich, wie gesagt, 3-4 dieser Battle Packs, hat man 4 so Speeder, man hat verschiedene Minifiguren. Ich meine, man kann ja auch einfach hier dem hier das absetzen, nimmt sich irgendwie so Haare oder so, was weiß ich. Hier schau, dann hat man hier auch sofort eine neue Figur. Das ist einfach cool und wie gesagt, kann man auch einfach diesen Brustpanzer hier, Brustkörper benutzen. Das ist doch einfach super. Also mehr braucht man da noch nicht als ein Battle Pack. Wie gesagt, nur diese blöden Stud-Shooter, weg damit. Braucht kein Mensch. Und dann hat man ein cooles Battle Pack. Braucht man nur noch Stormtrooper. Aber dazu mal in einem anderen Video mehr. So, das war's eigentlich von mir. Meine Gefährten, ja, hat sich noch immer nicht vor die Kamera getraut. Ich habe noch ein bisschen beim Speedbuilding was falsch gemacht, aber genau, ihr Auftritt kommt auf jeden Fall noch. Genau, aber sie hat auch damit mitgeholfen, also auch Dank an sie. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon haben wollt, lasst es uns wissen. Wie gesagt, wir stehen am Anfang unserer glorreichen YouTuber- und Instagram-Karriere. Also habt Gnade und danke und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön, tschüss.